So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go bzw. eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Und das ist auch die erste Raid Mania Folge, die erste Raid am Mittwoch Folge. Habe ich jetzt eben auch Raid Mania gesagt? Ich weiß es gar nicht. Willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch. Am Donnerstag passt ja auch wieder nicht, egal. Ihr seht, alles sehr verworren. Normalerweise Mittwoch immer Raider Mittwoch, die Highlights der Woche, der Schocker der Woche. Aber ich habe jetzt so viele Videos gemacht mit dem Hannes, als der da war, dass ich lieber am Mittwoch noch das Apex Crypto Lugia Video raushauen wollte. Und ihr seht diese Folge dann eben am Donnerstag. Raider Mittwoch am Donnerstag. Geht ja auch noch. Und es ist die allererste Folge mit der neuen Brille. Und ich weiß nicht, sieht man überhaupt einen Unterschied? 2 Wochen saß ich jetzt ohne Brille hier, mit Kopfverletzung, mit ohne Bart, mit nur Schnauzer. Jetzt wächst der Bart ein bisschen nach, ne? Ich habe wieder ein schwarzes Gestell auf dem Kopf. Ich sehe fast aus wie immer, könnte man denken. Seht ihr einen Unterschied? Ja, nein? Schreibt es mal in die Kommentare. Und dann möchte ich mich auch nicht weiter dran aufhalten, denn heute Abend gibt es ja keine Raid Mania. Das kann ich immer nur sagen, wenn ich am Mittwoch die Folge raushau. Da ich das aber am Donnerstag raushau, gibt es keine Raid Mania. Dafür gibt es aber heute Abend ab 16 Uhr, 16 bis 20 Uhr, 4 Stunden Voltolos Raids für Zuschauer. Und Thomas ist dabei, da werden wir wieder ein bisschen labern im Chat, Fragen beantworten, zu Raids einladen gleichzeitig. Wer noch das Shiny sucht, ist also gerne eingeladen. Wir kommen jetzt aber zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Henry Niki, Glücksfreunde geworden mit Ramses, der Dicke, also mit mir. Ich habe wirklich gefühlt jeden Tag einen neuen Glücksfreund bekommen, fand ich richtig brutal. Ja gut, jetzt die letzte Woche nicht mehr, jetzt sind sie fast alle aufgebraucht. Ich suche immer noch Specky. Specky, ich suche dich, Specky, wir müssen noch tauschen. Specky, melde dich bitte bei mir. Wer Specky gesehen hat, schreibt es in die Kommentare. Dann bin ich auch mit Baumlieber Glücksfreunde geworden, also der kleine Account vom Lennart. Thomas hat mir hier was geschickt. Da hast du mal etwas Neues für Mittwoch. 100% Gladiantri. Was ihr nur aus dem 12-Kilometer-Ei bekommt momentan in 100%, ist das auf jeden Fall ein wertvolles 100er, was in der Sammlung sehr wichtig ist. Ich finde trotzdem, es sieht komisch aus. Vielleicht hätte ich doch ohne Brille machen sollen. Jetzt habe ich mich dran gewohnt, ohne Brille zu gucken. Guck mal, was? Ne, wir machen lieber wieder mit hier. Schwarz muss sein, alles schwarz. Heigo hat uns geschickt ein Meme von Niantic, was dem 6-Stunden Community Day einfach eine Ohrfeige gibt und 3 Stunden draus macht. Beziehungsweise habt ihr hier Chris Rock und Will Smith. Das ist ja jetzt das, was jeder geguckt hat, was jeder gesehen hat. Beziehungsweise weiß ich es eigentlich nur, weil Casto mir geschrieben hat, ob ich das gesehen habe oder das mit Oliver Pocher. Ging auf jeden Fall überall rum, wird gleich ein Meme draus gemacht für Pokémon, warum nicht? Bierschanga hier mit einem Shiny Schlurp, Specky Glücksfreund geworden. Jetzt hätte ich sagen können, Specky, wir suchen dich. Thomas Speck, der aber nicht Specky ist. Das wäre zu einfach gewesen. 100% Formio hier in der Schneeform. Thomas Speck mit einem 100% Simsala. Dann bin ich mit Thomas Glücksfreund geworden. Albert Giant hat ja ein 100% Sakyan getradet als Lucky Pokémon, was natürlich günstig zum Hochziehen ist. Sowas nutze ich momentan immer in der Meisterliga, wenn ich mal Meisterliga spiele. Ist noch nicht auf 50, fehlen noch Bonbons. Wenn das irgendwann als Shiny eingeführt wird, dann werden da die restlichen XL-Bonbons noch geholt. Dann habe ich auch mal was von mir mit reingebracht und zwar endlich, was eine schwere Geburt. Ich habe die Perlu-Familie voll als 100%ige. Das ist so nervig, weil ihr wisst, Perlu hat 2 Entwicklungen, unterschiedliche. Und die sind total random. Das ist wie, da gibt es keinen Namenstrick, es gibt keine WP-Anzahl, es geht nicht nach Geschlecht. Es ist wirklich vollkommen random, ob das jetzt Saganabis oder Alabis wird. Ich hatte Glück, als Hannes da war, er hat mir immer gesagt, wenn ein 100er Perlu da war, dann habe ich da eins gefangen. Habe gesagt, ich habe jetzt 2, aber bevor ich was entwickle, brauche ich erst ein drittes. Habe ein drittes gehabt, habe entwickelt, da kam dann Saganabis raus, habe das 2 entwickelt, Alabis, perfekt. Es hätte auch sein können, dass ich jetzt 2 Saganabis habe und immer noch ein normales Perlu. Wäre natürlich richtig fail gewesen. Ging genau auf, finde ich super. Gibt es jemanden von euch, der auch diese Familie als 100% voll hat, auf der Hand hat, weil das wirklich was Besonderes ist, ja? Oder auch nicht. Aber vielleicht hat das ja trotzdem jemand von euch, Julchen hier. Danach habe ich wirklich lange gesucht, gerade noch die Kurve gekriegt. Shiny Krypto-Kindwurm.
Plus Julchen, Stunde Nummer 10 vom kleinen Account, ein 100% Glücks... Vor allem steht hier nur Schundo, ist ein Schlundo. Schundo ist Shiny 100, aber Schlundo ist Shiny Lucky 100 und es ist ja glücklich. Also hier Regirahmen auch, würde ich natürlich hochziehen auf 50, wenn du die XL nicht hast. Nächstes Mal werden die sich geholt, wird sich gegönnt, ist trotzdem ein guter Feuerangreifer. Kann man auch als Drachenangreifer nehmen. Danke an Riese für den tollen Sprühl. Noch ein Aerokack-Sprühl in 96%. Machen wir gleich weiter. Hat auch jetzt hier Level 50 erreicht auf ihrem kleinen Account. Der große war schon länger, der kleine ist jetzt nachgezogen. Das finde ich krass. Bei mir sind die Kleinen wirklich die Kleinen. Bei mir sind alle 17 Nebenaccounts auf Level 40 höchstens. Und auch wenn die EP schon da wären für mehr, habe ich nie darauf gedrückt, dass es weitergeht. Wäre vielleicht sinnvoll manchmal, aber die sind einfach alle auf 40 und bleiben auf 40. Ich stecke da nichts rein, aber ich sehe, andere Leute bauen sich da wirklich was Krasses auf. Habt ihr auch zwei Level 50er Accounts? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Zelda hier, danke Ramses. Wieder der erste Raid von ihm, direkt Shiny. Er wird wieder einen Wunschnamen bekommen, wie soll er heißen. Hat also hier beim ersten Raid, den wir zusammen gemacht haben, ein Voltolos Shiny bekommen in der Tiergeistform. Hat es dann noch Adischatz genannt, alles Gute. Dann haben wir hier die Selal Edition. 100% Starra Lili, 100% erlöstes Nocturne, Shiny Formio Hodensack, 100% Lampi, 100% Haspiro in Glücks, 100% erlöstes Snubbull, Shiny Pikachu, eigentlich ein C-Day Pokémon, hätte ich gar nicht mit reingenommen. Das aber einfach das Pokémon ist, um das sich meistens alles dreht, habe ich es halt doch mal mit rein. Wann habt ihr zuletzt einen Shiny Pikachu gefangen? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann erlöst es 100er Teddy Ursa, Shiny Ladybar, Shiny Pummeluff, Shiny Krypto Kindwurm, Shiny Rettan, Shiny Ditto, 100% Wrestler Pikachu. Eigentlich müsste das schon der Schocker der Woche sein. Das würde ich sofort auf Level 50 ziehen. Und er schickt mir auch immer lustige Bilder, auch hier dabei. Ich habe gerade 5 Kilo Mehl gekauft, wozu? Falls ich mal was backen will. Aber du hast in deinem Leben noch nie gebacken, da hatte ich auch noch kein Mehl. Dieses Meme finde ich auch richtig genial, immer egal um was es da geht. Um irgendwelche Preise, um irgendwelche Sachen mit Corona, um irgendwas, dass der Winter kommt und es schneit und du musst auf Facebook posten, da wird wirklich alles durch den Kakao gezogen. Das fand ich auch interessant, wenn man von Freibier das F ans Wortende zieht, da gibt es rückwärts gelesen wieder Freibier. Probier das mal aus. Nehm das F vorne weg, dann steht da Freibier. Macht ein F noch hinten dran und lest dann von hinten, steht da Freibier. So simpel ist es. Selal noch hier mit dem Shiny Schlurp. 100% Bautz Glücks. 100% erlöstes Gungapu. Als dieser Kontrolleur einstieg, hat sich sogar der Busfahrer ein Ticket gekauft. Fand ich auch mega genial. Erinnert mich hier irgendwie ein bisschen an eine Mischung aus Triple H, wenn ich mir den Kopf angucke, und Joe, Papa Joe, kennt ihr von Berlin Tag und Nacht? Sogar der Busfahrer hat sich ein Ticket gekauft, das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. So, dann nochmal Selal, immer noch Selal Edition hier, erlöstes 100er Obei, 100% Wuffels, auch sehr seltenes 100er momentan. Botogel Shiny hier auch dabei, Schwalbini Shiny, Waumpel Shiny, 100% Glücks Pikolende, Shiny Kleinstein Alola, nochmal 100er Pikolende, 100er Pummeluff, 100er Volbeat, Shiny Pandimos, dann Dragonite, Schocker für ihn, nicht für mich. Freudenmoment des Jahres für mich. Dem ist ein 100% Wetter geboostetes Voltolos in die Tiergeistform geflüchtet. Glückwunsch! Der Dragonite, Alter, ne? Nein, ist nicht lustig. Also, ich habe das Ganze bei Wetterboost Viridium gehabt. Jetzt könnte man sagen, Viridium ist ja nicht so genial. Das ist ja egal. Aber eben, weil das voll Mist ist, ist es ja besser. Ihr kriegt das und habt das. Anstatt, dass ihr unzählige Raids dann dafür machen müsst, bis das dann wieder kommt. Da würde man das gerne machen. Wenn man sagt, das will man unbedingt haben. So, Sören, einfacher Tausch. 5. 4-Sterne Carbador, das werde ich so lassen und irgendwann hochziehen. 6er Timoteo, ihr seht, er hat schon 400er Garados auf 3391 und jetzt nochmal ein Carbador mit 100%. 6er Team? Braucht man eigentlich nicht. Eigentlich reicht es ja, wenn man eins hat, eine Mega-Entwicklung machen kann, den Rest halt so. Aber ist trotzdem ein cooles Pokémon, oder? Wie viele 100er Garados habt ihr? Lukas, wie lange ich es gesucht habe, Shiny Lapras.
Lukas, mein erstes Ditto Shiny, Sarina, sehr kompakt, alles genial, bei dir sieht das immer so besonders aus. Die schickt nämlich immer im Prinzip ein kleines Paket, was man mit einmal so machen kann und dann alles sieht. 100% Glückskapuno, richtig nice. Shiny Tiergeist Voldolos, jetzt direkt am Anfang, richtig nice. Und das Highlight für mich natürlich das Shiny Rabauz. Das fehlt mir auch, da bin ich noch ein bisschen am Brüten, aber gefühlt kriege ich so selten 5 Kilometer Eier. Ich habe alles voll mit 10ern und 12ern, suche aber dann 5er, dann dauert das wieder so ewig mit Wegbrüten, dass du aber mal wirklich nur 10er hättest und da wieder eine Eierfolge machen kannst. Das tritt aber auch nicht ein, weil dann immer wieder ein 2er dazwischen kommt oder du vergisst, dass gerade frei ist und kriegst wieder ein 12er da rein. Aber Shiny Rabauz, habt ihr Shiny Rabauz schon? Schreibt's mal rein. Schäfe24 dann hier, Shiny Buffels, Shiny Ditto, Shiny Ditto, Shiny Formeo, Shiny Rabauz und zwei Shiny Voldolos, war eine recht erfolgreiche Woche, also irgendwie jeder gönnt sich gerade das Shiny Rabauz, finde ich richtig stark. Jenna hier mit dem Shiny Lambi, Shiny Ditto, 100% Cabofala, Glückwunsch. Gerade weil das halt das Weibliche ist, das Niedliche, jetzt dann wenn Cabotoro kommt, das ja, sieht halt anders aus. Jenna hier noch mit dem Shiny Buffels, 100% Picolende, 100% Skungapoo. Anna Rotten Roxy hat uns gezeigt, wie man es macht. Ein Raid gemacht, eins gesehen, eins gefangen, 100% abgegriffen, Pokédex-Eintrag, auch richtig genial, hätte auch ein Schocker sein können. Aluhut hier mit einem Shiny Magunior, Shiny Lambi, Shiny Kindwurm Krypto, Shiny Yorklef, Shiny Weilma, Shiny Snubbull, Shiny Schwalbini, Shiny Nasknet, Shiny Libiskus. Und ihr wisst gar nicht, wie selten ein Shiny Libiskus ist. Wer hat alles ein Shiny Libiskus? Wer hat noch keins? Das Ding findet ihr so gut wie nie. Ihr braucht theoretisch immer irgendein Valentins-Event, dass das wirklich mal auftaucht. Und dann taucht es trotzdem nicht bei jedem Event auf, wenn Valentinstag ist. Und dann hat es auch noch eine 1 zu 450er Rate. Selbst wenn das dann mal vermehrt sitzt, ist es schwer, es zu bekommen. Meiner Meinung nach auch noch ein seltenes Shiny, was sehr unterschätzt wird. Shiny Raupi hinterher, Shiny Mankey, Shiny Formio, Shiny Mankey, Maximilian Hesse, 100% Glurak aus dem Mega Raid bekommen, glaube ich, bei den Raids für Zuschauer. Alexander Ahringer, Daniel Schilling gefunden für Raider Mittwoch, also der schickt keine Pokémon mehr, keine Fänge, keine Shinies, sein Highlight ist auf jeden Fall immer pro Woche einmal den Schilling mindestens zu finden. Noah hier auch 100% Gewaier, Eiskorpiens, passend zum Sieg der dritten Raid Mania. Ein Lucky Shiny Pionskora getradet, auch fett und er hat wirklich jetzt schon 3 Monate in Folge die Raid Mania gewonnen und gestern Mittwoch, also bei mir ist heute Mittwoch, aber ihr seht das ja am Donnerstag, fängt die Raid Mania ja wieder neu an und wer am Ende diesen Monats dann wieder die meisten Punkte hat, der darf dann auch wieder das Maskottchen für den nächsten Monat bestimmen. Mal gucken, ob es wieder Eiskorpiens ist, der dann vielleicht ein anderes Pokémon nimmt. Aber ansonsten begleitet uns dieser rote Skorpion die ganze Zeit noch durch die News-Folgen und auch andersweitig bei der Raid Mania. Hat ja auch noch ein 100% Emolga mitgenommen, einfach zu Biris Krypto als 100er auch dabei. Rote Augen, sieht man gar keinen Unterschied. Was Gelbes gab es auch nochmal, on top noch ein 100er Pikachu, Andy Project geschafft, beide Entwicklungen jetzt als 100er, auch mega brutale Sammlung, jetzt noch eins dazu und dann noch die Zwiespalt-Version und dann wäre das einfach nur mega brutal, aber ihr habt zweimal Wolverock hier als 100%, 1568, 1530, Tag- und Nachtform, Ben heißt erstmal Sternlu-Jäger, wie er hier sagt, mein Urlaub in Baden-Württembergisch lohnt sich. 100% Imantis, 100% Kokowai. Zum Pushen nimmt man mit Lost Lift. Warum fange ich ein Finneon dazwischen? So knapp am Back-to-Pack Shiny Ditto vorbei. Ja, und den Pokestop, den hättest du auch nicht drehen dürfen. Das wäre nichts gewesen. Aber guck dir das an, wie viele Dittos da reinkommen. Main Account. Hab nur von 18 bis 20 Uhr gespielt. Ich denke mal, mit 4 bin ich gut versorgt. 2 Blaue sitzen auch in 2 blauen Arenen. Und dann auch noch 3 auf dem 2. Account. Ich denke, ich mache Lucky Trades mit den beiden Accounts. Kann man machen, wenn man eh so viele hat.
Habt ihr einen shiny Ditto bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt schreibt der Lostlift rein. Ja, ich, ne? Das ist genau mein Humor. Luigi Serrada endlich gefunden. Ja, auch das shiny Crypto King Wurm. Fusinator. Kabufala. Wetterboost. 100% beim ersten Raid. Pokédex-Eintrag mit dem 100 da. Also, ja, wie vorhin mit dem Voltolos. Tiergeist. Zufälliger Tausch, dann wurde es ein 100%. Master Gossi, 100% Imantis im Glückstausch bekommen. Justin, eigentlich auch Schocker der Woche, aber ich bin mit Mewtwo irgendwie ein bisschen, dem kann ich nicht mehr so viel abgewinnen. Wie ist das eigentlich wert? Wer? 23,87, 100%. Schlundo, Shiny Lucky 100, Glücks Mewtwo in, ja, wisst ihr Bescheid. Ist fett, würde gern jeder haben. Ich bin froh, dass meins nicht grün ist. Ich finde das Shiny halt, weiß ich nicht. Ich möchte lieber das mit dem niedernen Schwanz. Heiko, noch ein 100% Wuffels rausgezogen. Auch hier bei der Familie 298er jetzt entwickelt. 100er so dabei. Heiko mit dem eigentlichen Schocker der Woche. Den wollte ich auch eigentlich nehmen. 100% Shiny Skalü gebrütet. Könnt ihr nicht bestimmen, ist Zufall. Shiny ist schon selten. 100er ist selten. Shiny, 100er. Skalück, auf jeden Fall mega brutal, bitte niemals entwickeln, einfach erstmal so lassen, bis das zweite da ist, dann kann man es ja immer noch entwickeln. Elke zeigt uns ein paar Elite-Pokémon, die sie so hat, wie hier Mogelbaum oder auch Dedede mit 13,37, dann hat sie noch ein 100% Knuddeluft, Shiny Pandimos, Shiny Pummeluff, Shiny Ditto, Shiny Ditto, Shiny Panzer Aeron, Shiny Drifton, Annika, auch mit einem Shiny Ditto und einem 100% erlösten Skunga Fu. Lenna, Shiny Gala Mauzi. Lenna schickt mir immer jedes Pokémon, was er findet, so. Und die lösche ich immer alle und nehme die nicht mit rein. Das Driftzeppli habe ich aber rein, weil das ist geflohen. Das finde ich immer gut, wenn die dann fliehen. Er nimmt nicht nur, wie es kommt, er nimmt auch immer, wie es geht. Und dann hast du immer sowas, dass du sagen kannst, wow, weg. Also das ist Lennart. Benjamin hier auch mit dem Shiny Krypto Kindwurm. Veronika Zöllner mit einem Shiny Weilmar. Der Tod mit einem 100% Glurak sagt hier danke. Wohl auch aus den Raids für Zuschauer, würde ich mal denken. Ist von Discord, deswegen muss ich das leider so upscreenen. Habe ich aber trotzdem mal mit reingenommen jetzt. Jojo auch hier Shiny Krypto Kindwurm gemaxed auf Level 50. Warum nicht, ne? Und ja, Mann, danke an Aluhut. Er hat sein Schlundo Rayquaza wieder. Er hat ja eigentlich ein 100% Shiny Lucky Rayquaza gehabt, auf Level 50 hochgezogen. Das war einfach immer sein Liebling. Letztens ist es beim Professor gelandet. Aber er hat's wieder. Zwar nicht das, was er hatte, weil das ist ja ungepusht, aber durch einen Lucky Trade wieder Glück gehabt und hat jetzt einfach trotzdem wieder 100% Shiny Rayquaza und eben auch in Lucky. Kenny, Host of Death, wie auch immer, alle von einem Stop hier. Hat wohl ein bisschen mit Rauch gezockt, hat da ganz viele Ditto gefangen, auch ein Shiny dabei gehabt und beim Tauschen wieder mal hier 100% Weilmar sich gegönnt, Brainy Stendal, der Kleine darf auch mal wieder Shiny Vulpix bei dem anderen Kleinen und Ramses gucken, Shiny Slimer, alles Alolas. Und hier seht ihr auch noch, dass da gerade die Bismarck-Wanderung gelaufen ist. Sehr schönes Bild, freut mich natürlich. Geitsch, also der Manns Haulwurf, so würdet ihr ihn kennen. Mit einem 100er Lampi und einem Shiny Ditto, Fifabi sympathisch, ne? Ein, warum ist da Karin Ritter drauf? Mit einem Shiny Fukano, Dennis Fishing hatte mich gefragt, ob er das erlösen soll. Und ich habe irgendwie gesagt, ja, warum nicht? Und er hat gesagt, getan und hat es jetzt nochmal geschickt. Er hat also sein Krypto Shiny Kindwurm erlöst zu einem 100% Kindwurm. Das doch nicht erlösen sollen. Ich weiß es nicht. Was sagt ihr dazu? Lasst den Ramses keine schweren Entscheidungen treffen. Das waren die Highlights der Woche. Und jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Thomas Bo. Es gab viele Sachen dabei, die eigentlich richtig cool waren. Und brutal und heftig und schockierend. Aber ich habe mich dafür entschieden. Er hat ja ein 100% Shiny Lucky Raikou
Aber halt, es ist kein Raid Raikou, wovon man jetzt unendlich viele haben könnte. Es ist wohl aus der Johto-Tour, wo man die dann wild fangen konnte. Da überhaupt mal eins zu fangen, war schon eine Meisterleistung, weil die so eine heftige Fluchtrate hatten und alles. Da ein Shiny anzutreffen in der Wildnis ist das nächste Ding. Wenn man Glück hat, hat man vielleicht mal eins bekommen. Die wenigsten haben eins bekommen von den drei Raubkatzen wild. Und dass du dann dieses eine Wilde, was du bekommst, tradest und in einem Lucky Trade dieses so kleinen Level 1er oder was das ist, Raikou 100% Lucky Shiny wird, das ist einmal once in a lifetime. Also normalerweise würde man jetzt sagen, oh, das pushe ich jetzt auf Level 50, es ist schließlich ein 100% Lucky und es ist günstiger zum Pushen. Aber ein Level 1er, 100% Raikou, Shiny, Lucky, hat einfach niemand, ich glaube nicht, dass das irgendwie ein 100% Shiny, Lucky von dem auf Level 50 haben im Endeffekt mehr Leute als das auf Level 1. Ich würde es, glaube ich, so lassen, wirklich für die Sammlung, um zu zeigen, guck dir das an und dann guckt eh keiner hin und dann wirfst du es einfach weg. Aber bis dahin kannst du es erstmal aufheben. Das war es ansonsten von meiner Seite aus. Raids für Zuschauer ab 16 Uhr und morgen dann 3 Bier, 3 Bosse. Video mit Hannes nochmal, wie wir die Sierra Alo Cliff gesucht und verprügelt haben und bei jedem Boss ein Bier trinken mussten. Wir tauschen langsam die Pokémon-Videos gegen Bier-Videos aus, falls das noch nicht aufgefallen ist. So muss man das machen. Ansonsten war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.